Also, die Antwort auf die Frage Brexit quo vadis, die ließe sich sehr kurz fassen. Das weiß im Augenblick wirklich niemand. Doch so einfach will ich es mir natürlich nicht machen. Lassen Sie mich deswegen auf die schon erwähnten vier Punkte, vier Punkte eingehen. Erstens, was wird voraussichtlich am 29. März geschehen? Zweitens, was bedeutet ein Austritt für Großbritannien? Und im Vorgriff kann ich Ihnen schon mal sagen, nicht den Weltuntergang. Drittens, welche Auswirkungen hätte der Brexit für die deutsche Wirtschaft? Die sind in vielerlei Hinsicht sehr viel gravierender. Und viertens, wie kam es zum Brexit und welche Lehren sollte man aus dem britischen Austrittsvotum ziehen? Erstens also, was wird am 29. März geschehen? Nun, das weiß in der Tat noch niemand. Und denkbar ist noch alles. Entweder ein Hard Brexit ohne Austrittsabkommen. Denkbar ist ebenso noch ein Votum des britischen Parlaments für das ausgehandelte Rahmenabkommen mit oder ohne Zugeständnisse der EU. Es wurde schon zweimal abgelehnt, aber die Premierministerin will es dennoch noch durchs Parlament bringen. Beim ersten Mal hat sie mit über 200 Stimmen verloren, beim letzten Male nur noch mit 60. Wer weiß, wie das beim nächsten Male ausgeht. Vielleicht verlieren die Briten doch noch die Nerven, vielleicht macht die EU doch noch Zugeständnisse. Dritte Option, eine Verlängerung der Verhandlungsfrist bis zu den Europawahlen oder gar bis zum Sommer oder Herbst. Oder viertens gar ein zweites Referendum. Fast alle diese Optionen bedürfen der Kooperation durch die britische Regierung, selbstverständlich, und auch parlamentarischer Zustimmung. Lediglich eine Fristverlängerung ist nach Meinung vieler Juristen möglicherweise ohne das Parlament möglich. Noch schließt die Premierministerin diese Option aus. Deshalb verabschiedet die Bundesregierung in Berlin, ich war gerade dort am Montag als Sachverständiger zu einer Anhörung, deswegen verabschiedet nun die Bundesregierung in großer Hast im Augenblick auch ein defektes Brexit-Begleitgesetz nach dem anderen. Bis letzten Sommer glaubte so recht niemand an den britischen Austritt, schon gar nicht ohne Abkommen. Das hat sich mittlerweile geändert und deswegen werden in Berlin jetzt seit Herbst jede Menge hastig zusammengestellte Gesetze durchs Plenum gepeitscht, nicht? Was meinen die meisten Beobachter in Großbritannien? Welches Szenario ist das wahrscheinliche? Allgemein meint man, es werde die Verhandlungsfrist verlängert, für wahrscheinlich 3 Monate. Das ist auch deswegen nicht unwahrscheinlich, weil das neue Europäische Parlament sich erst am 2. Juli konstituieren wird, also genau 3 Monate nach Ende der Brexit-Austrittsfrist. Wenn die Frist über diesen Zeitraum des 2. Juli hinaus verlängert werden sollte, dann stellt sich ja die Frage, ob die Briten noch mitwählen sollen. Nicht? Aber so wie in der EU eigentlich immer Recht gebrochen wird, ist auch denkbar, dass man in diesem Falle, ich meine, den Verträgen, aufgrund der Verträge ließe sich das nicht rechtfertigen, dass die Briten nicht repräsentiert werden, aber was von dem, was bislang immer geschieht, ließe sich denn eigentlich rechtfertigen? Deswegen schließe ich eigentlich sehr wenig aus. Nun zum zweiten Punkt. Was bedeutet ein Brexit für Großbritannien? Biedermann hat ja schon erwähnt, seit ungefähr 2,5 Jahren drücken die Medien hier in Deutschland eigentlich nur Bedauern für Großbritannien aus, nicht? Dass sie sich in solchem Maße selbst schaden wollten. Nun schauen wir mal, was mit Gewissheit im Falle eines Austritts ohne Brexit-Abkommen eintreten würde. Gewiss wäre, dass die Briten die mindestens 39 Milliarden, die die EU im Austrittsabkommen verlangt, sparen könnten. Nicht? Also damit, die Briten wird das Geld nicht hergeben müssen
Und im EU-Haushalt würde es selbstverständlich fehlen. Darauf gehe ich dann später noch ein. Nun, dessen ungeachtet tritt Großbritannien ohne Abkommen aus. So prophezeien viele Beobachter in Großbritannien, insbesondere die Brexit-Gegner, die sich mit dem Ausgang des Referendums immer noch nicht abgefunden haben. Tritt Großbritannien ohne Abkommen aus, so prophezeien sie die Einstellung des Flugverkehrs mit den Ländern der EU, kilometerlange Warteschlangen für LKWs an den Kanalhäfen, Lebens- und Arzneimittelknappheit in Großbritannien, nicht Rationierung, von Rationierung sprechen die EU-Freunde. Man erwartet einen Einbruch am Immobilienmarkt, einen Rückzug internationaler Investoren. Ganz allgemein auf den Nenner gebracht, tritt Großbritannien ohne Abkommen aus, so prophezeien viele, gehen überall in England die Lichter aus. Fast alles von dem, was ich gerade erwähnte, ist natürlich Unsinn. Schwer, und da muss ich ganz schwer abzusehen, und das will ich ganz offen einräumen, sind jedoch die wirtschaftlichen Folgen, kurz- und langfristig. Nicht? Allerdings wissen wir eines, die EU ist in den letzten 15 Jahren, also über einen jeden der drei Zeiträume hier hinweg von 15 Jahren, langsamer gewachsen als fast alle Staaten weltweit, ausgenommen Japan und internationale Krisengebiete. Und innerhalb der EU wächst die Eurozone langsamer als alle anderen EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören. Außerdem werden rund 98% des Welthandels nach den Regeln der Welthandelsorganisation, auf Englisch WTO, abgewickelt. Und für fast alle EU-Staaten gilt, dass der Außenhandel mit Nicht-EU-Staaten schneller wächst als der Handel mit der EU. 2017 hatte die EU einen Handelsbilanzüberschuss von 95 Milliarden Euro im Güterhandel mit Großbritannien. Die Briten exportieren mehr Dienstleistungen, so schrumpfte der gesamte Leistungsbilanzüberschuss dann auf 76 Milliarden zusammen. Aber immer noch eine satte Summe, das heißt also kurz gesagt, der Handel der europäisch-britische Handel ist für Großbritannien, ist für die EU, Verzeihung, wesentlich profitabler als für Großbritannien. Die Briten haben ein Handelsbilanzdefizit und ein Leistungsbilanzüberdefizit, ungeachtet ihres Dienstleistungsaustausch-Überschusses. Hingegen haben die Briten mit dem Rest der Welt einen Handelsbilanzüberschuss von 41 Milliarden weltweit. Selbst im Falle eines harten Brexits bleibt also der Abschluss eines Handelsabkommens mit dem im vitalen Interesse der EU und daher auch wahrscheinlich, denn die Industrie wird darauf drängen. Elementar ist der Handel mit Großbritannien vor allem für Deutschland. Damit zum dritten Punkt meines Vortrages und in etwas mehr Detail. Was also bedeutet der Brexit für die deutsche Volkswirtschaft und für Deutschland und seine Steuerzahler? Das interessiert Sie ja im Mindesten genauso viel wie die Frage, wie das für Großbritannien ausgehen wird. Im 5-Jahres-Zeitraum von 2013 bis 2017 war Großbritannien nach den USA und Frankreich der drittgrößte Exportmarkt Deutschlands. Und gemessen an den Handelsbilanzüberschüssen, sprich dem Profit im Auslandsgeschäft, war Großbritannien 2018 mit 47 Milliarden Euro und in den Vorjahren einer noch etwas darüberliegenden Summe von 50 Milliarden Euro
nach den USA und weit vor Frankreich der zweitwichtigste deutsche Exportmarkt. Zieht man in Betracht, dass die deutschen Steuerzahler die deutschen Exporte in die Eurozone, also Frankreich, Italien, all die anderen defizitären Staaten, wegen des Target-2-Zahlungssystems der EZB de facto über die Bundesbank selbst bezahlen, ist Großbritannien neben, darauf können wir gerne anschließend noch eingehen, aber mit der grundsätzlichen Problematik sind Sie ja sicher schon vertraut. Das betonen ja nicht nur wir, sondern Professor Sinn, hier ganz in der Nähe, kommt ja auch immer wieder auf das Thema in den Medien zu sprechen. Da die Deutschen also ihre Exporte in die Eurozone selbst finanzieren, zum großen Teil, ist Großbritannien neben den USA seit Einrichtung des Euro mit ganz großem Abstand der wichtigste Absatzmarkt, nicht? Nein, Absatzmarkt mit dem höchsten Handelsbilanzüberschuss für die deutsche Volkswirtschaft. Innerhalb der gesamten EU, ich versuche das hier mal ein bisschen, nein, aber es ist festgeklebt, nun gut, das hat auch wiederum seine Vorteile. Verschaffe mir hier mal ein bisschen Lebensraum, nicht? Hören Sie mich noch ebenso gut? Ja, gut. Melden Sie sich bitte, wenn dem nicht mehr so ist, nicht? Also neben den USA ist der britische Markt der mit Abstand wichtigste für uns innerhalb der gesamten EU. Jetzt wiederhole ich mich nicht nochmal. Und innerhalb der EU, der gesamten EU, ist der britische Markt für die deutsche Industrie der mit Abstand profitabelste. Andererseits sollten wir die Folgen eines Fehlschlags der Verhandlungen zum gegenwärtigen oder baldigen Zeitpunkte und eines vorläufigen No-Deal-Brexits für die deutsche Exportindustrie nicht übertreiben. Außerdem heißt ja, wenn es jetzt zu keinem Abkommen kommen sollte, heißt ja keineswegs, dass man nicht anschließend noch ein Handelsabkommen aushandeln könnte, nicht? Also wir sollten diese Folgen nicht übertreiben und die Prophezeiung nicht allzu ernst nehmen. Der Anteil der EU an den deutschen Gesamtausfuhren betrug 2017 rund 58%, allerdings bei rückläufiger Tendenz. Also 58% aller deutscher Industriegüter gingen vor zwei Jahren noch in die EU. Allerdings ist der Anteil der Eurozone an den deutschen Gesamtausfuhren von rund 46% im Jahr 2000 auf rund ein Drittel zurückgegangen. Was folgt daraus? Einerseits, dass die Bedeutung sowohl der EU als auch der Eurozone für den deutschen Außenhandel seit Jahren abnimmt. Und aller Voraussicht nach, ich würde gar sagen, mit Gewissheit auch weiterhin stetig abnehmen wird. Andererseits legt die überaus positive Entwicklung des deutschen Überseehandels im Gegensatz zum vergleichsweise rückläufigen europäischen Außenhandel die These nach, dass die deutsche Zugehörigkeit zur Währungsunion und auch zur EU-Zollunion den Export der deutschen Wirtschaft allenfalls sehr begrenzt begünstigt und der dadurch gesicherte Mehrabsatz innerhalb der Eurozone, der ja immer wieder erwähnt wird, weitgehend durch die Target-2-Kredite Deutschlands an die Eurozone vom deutschen Steuerzahler über Exportbeihilfen der Bundesbank selbst finanziert wird. Ferner bieten die Regeln der Welthandelsorganisation eine hinreichende rechtliche Basis für den Exporterfolg konkurrenzfähiger Industriestaaten. Sonst könnten nicht 98% des Welthandels allein auf der Basis der Regeln der Welthandelsorganisation abgewickelt werden, nicht? So nachteilig sind die offensichtlich nicht. Und genau das,
dass nämlich die Welthandelsorganisationsregeln durchaus ausreichend sind, gilt eben auch für das deutsch-britische, für den deutsch-britischen Handel im Falle eines No-Deal-Brexits. Das heißt natürlich nicht, dass ein Austritt ohne Abkommen nicht einige Industriezweige in Deutschland besonders hart träfe, nicht? Treten die Briten ohne Abkommen aus, so werden die dadurch notwendigen Zölle, setzen wir mal voraus, es würden Zölle in der Höhe eingeführt werden, in denen sie eingeführt werden dürfen, nach den Regeln der Welthandelsorganisation, so betrügen diese Zölle im Durchschnitt ca. 3%. Das ist im Vergleich zu Wechselkursschwankungen, die es im deutsch-britischen Handel gibt, ist nicht besonders hoch. Das ist also kein Grund, einen Einbruch im deutsch-britischen Handel zu erwarten. Allerdings liegen die Zölle auf Agrarprodukte bei bis zu 35% und bei der Automobil- und Kraftfahrzeugteilindustrie bei rund 10%. Das heißt erheblich über dem Durchschnitt von 3%. Der Anteil der Automobilindustrie an den deutschen Gesamtausfuhren nach Großbritannien betrug in den Jahren von 2013 bis 2017 fast ein Drittel des deutschen Gesamtexportes nach Großbritannien. Daraus ergibt sich ein vitales deutsches Interesse, auch im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen bis März, in den Folgejahren innerhalb der EU auf den baldigen Abschluss eines Handelsabkommens mit Großbritannien hinzuwirken. Denn der britische Markt, wie ich denn schon erwähnte, ist nach den USA der für die deutsche Automobilindustrie der mit großem Abstand bedeutsamste weltweit. Die Bundesregierung allerdings tut freilich sehr wenig für die möglichst friktionsfreie Fortsetzung der deutsch-britischen Handelsbeziehungen, im Mindesten in der Zeit unmittelbar nach dem Austrittsdatum. Noch beunruhigender allerdings als die wirtschaftlichen Folgen des Brexits für Deutschland, die ich durchaus für überschaubar halte, sind die nachteiligen politischen Folgen für Deutschland. Darauf haben unter anderem der ehemalige IFO-Präsident Sinn, den ich schon erwähnte, der Rechtswissenschaftler Dietrich Mooswijk, der stets die Klagen von Herrn Gauweiler gegen EU-Verträge und Euro-Rettungsmaßnahmen zum Verfassungsgericht trug und betrieb, und der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel hingewiesen. Durch den Brexit verschieben sich die Machtverhältnisse in den EU-Institutionen. Für die Zustimmung zu den meisten Gesetzentwürfen auf EU-Ebene braucht man im Rat eine qualifizierte Mehrheit von 55% der Länder, die 65% der Bevölkerung ausmachen müssen. Umgekehrt bedeutet das, dass Länder, die mindestens 35% der Bevölkerung auf sich vereinen können, eine Sperrminorität haben. Das heißt, sie können Gesetze blockieren im Rat. Sehr wichtig, Sperrminorität, 35% im Ministerrat der EU. Zusammen mit Großbritannien hatte der ehemalige, nennen wir ihn mal D-Mark-Block, mit den Mitgliedern Deutschland, Niederlande, Österreich und Finnland, zusammen mit Großbritannien hatte dieser ehemalige D-Mark-Block eine Sperrminorität innerhalb der EU. Der D-Mark-Block favorisierte traditionell den Freihandel und war eher marktwirtschaftlich gesinnt. Durch den Brexit schrumpft der Anteil der Freihandelsgruppe auf einen Bevölkerungsanteil von 25% innerhalb der EU.
und die weniger Wettbewerbs- und die weniger wettbewerbsfähigen und eher protektionistischen und staatsinterventionistisch orientierten, am Geldhahn der EZB hängenden Mittelmeeranrainerstaaten erhöhen ihren Anteil auf 42%. Mithin ist zu erwarten, dass der Club Med nach dem Brexit unter der Führung Frankreichs durchregieren wird und die protektionistischen Tendenzen in der EU die Oberhand gewinnen werden. Ebenso wichtig sind die budgetären Auswirkungen für Deutschland. Tritt Großbritannien im März ohne Abkommen aus der EU aus, so ist es aus Sicht des House of Lords EU Committee, Herr Biedermann hat darauf hingewiesen, ich beriet seinerzeit das Unterhaus, dann gibt es auch noch ein Lords Committee, diese beschäftigen sich intensiver mit einzelnen Themen und gaben dann eine Studie zu der Frage in Auftrag, ob die Briten internationalem Rechte gemäß zur Zahlung überhaupt irgendwelcher Summen an die EU im Falle eines Austritts verpflichtet seien. Und diese Frage wurde ganz klar beantwortet. Die Briten sind zur Zahlung keines Hellers verpflichtet, wenn sie ohne Abkommen austreten. Aufgrund des Brexit, eines Brexits ohne Abkommen, würden dem EU-Haushalt nach Berechnung des Europäischen Parlaments dann ab März 10,2 Milliarden pro Jahr fehlen. Für Deutschland bedeutete dies einen jährlichen Mehrbeitrag von ca. 3,8 Milliarden im Jahr. Wenn nun einige Staaten wie Frankreich und Italien den ihnen zugerechneten Beitrag nicht bezahlen, dann erhöht sich der Deutsche natürlich selbstredend. Daher sollte also die Bundesregierung bereits jetzt und spätestens nach Ende März drastische Einsparungen im EU-Haushalt verlangen. Stattdessen jedoch forderte der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger im Mai letzten Jahres von Deutschland zusätzliche Beiträge von ca. 12 Milliarden Euro pro Jahr. Wieder mal ein typisches Beispiel deutschen Übereifers. Für Deutschland birgt der Brexit also erhebliche Nachteile, aber ganz wesentlich nur, weil die Bundesregierung nicht mäßigend auf die Kommission eingewirkt hat. Aber wir sollten andererseits auch nicht übertreiben. Der Brexit kostet Deutschland im ungünstigsten Falle, das heißt im Falle eines Brexits ohne Abkommen, rund 6 bis 7 Milliarden an zusätzlichen Zahlungen ins EU-Budget. Im ungünstigsten Falle, das heißt die Briten treten ohne Abkommen aus, dann übernehmen wir noch einen kleinen Anteil der Zahlungen Frankreichs und Italiens, ist ja immer so. Und dann hat Herr Oettinger zum Teil auch noch seinen Willen, nicht? Deswegen sage ich nicht 3,8 Milliarden, sondern sagen wir mal rund das Doppelte, nicht? Weil der Deutsche ja freigebig ist. Und die deutsche Exportindustrie würde wahrscheinlich Einbußen in etwa gleicher Größenordnung erleiden angesichts der allgemeinen Erfolgsgeschichte Erfolgsgeschichte im Exportgeschäft, ist das keine bedeutungslose Summe, aber sie lässt sich durchaus verkraften, will ich mal sagen. Kurzum, im Vergleich zu den Kosten der Merkelschen Migrationspolitik und Frau Merkels Geniestreich der Euro-Rettung ist der Brexit also preiswert. Ja, ist doch so, ne? Also wenn das das Einzige, also ich meine, Peanuts hieß es ja mal, nicht? Überdies, und damit will ich denn enden, bietet der Brexit durchaus Lehren und Chancen. Also abschließend und fünftens zu diesen beiden Themen etwas. Viertens, glaube ich, verzeihen Sie.
Laut Wahlstudien votierten die Briten vor allem aus zwei Gründen für den Austritt. Darüber sollten wir uns in der Partei vielleicht auch Gedanken machen. Da sind einige Lehren zu ziehen über das, was die Menschen wirklich bewegt. Erstens aus Furcht vor hohen Migrationszahlen, und zwar nicht nur vor der EU, vor EU-Migrationszahlen. So richtig in die Höhe stiegen die Pro-Brexit-Werte in Großbritannien erst mit der Flüchtlingskrise, als die BBC jede Woche Bilder interkontinentaler Migrationsströme zeigte, die Frau Merkel nach Deutschland eingeladen hatte. Und zweitens aus Gründen der Demokratieferne der EU. Hinzu kam dann noch die Furcht vor Lohndumping und Sozialstaatsabbau durch Einwanderung und Überlastung der Sozialsysteme. Ich meine, das kam, betonte Herr Biedermann auch so im Vorfeld unserer Reise vom Flughafen hierhin. Ich glaube, dass gerade dieses Thema, der erhöhte Konkurrenzkampf im Arbeitsmarkt, vielleicht in den unteren Segmenten, hier politisch in Deutschland auch überhaupt gar nicht hinreichend thematisiert wurde, wenngleich es doch die Menschen, sehr viele von ihnen, sehr bewegt. In Großbritannien war gerade dieses Phänomen, die Überlastung der Sozialsysteme, viel mehr Menschen, kaum mehr Geld für öffentliche Leistungen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Grund für das Brexit-Votum und dann natürlich der Druck auf die Löhne, gerade in den Zweigen, wo Einwanderer aus Ost-Südeuropa und anderen Staaten denn vorwiegend in den Arbeitsmarkt eintreten. Man muss ja auch in Betracht ziehen, dass gerade viele Osteuropäer, aber auch Südeuropäer und andere EU-Bürger, die bei uns einwanderten, ja häufig bei fehlenden Sprachkenntnissen unter ihrem eigentlichen Qualifikationsniveau beschäftigt werden. Damit wird der Konkurrenzkampf, der Wettbewerb in diesen gewöhnlich, will ich mal sagen, eher unterqualifizierten Bewerbern vorbehaltenen Arbeitsmarktsegmenten ja noch weiter verstärkt. Nicht? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, war sicherlich ein sehr wichtiges Thema beim Brexit, aber ich glaube, das hat auch in Deutschland seine Relevanz. Nun, die EU hätte einen britischen Austritt durch begrenzte, sehr begrenzte im Übrigen, Zugeständnisse und Sonderregelungen bei der Personenfreizügigkeit mit leichter Hand verhindern können. Aber gerade dieses Entgegenkommen verweigerte Frau Merkel David Cameron. Nicht abwegig also, dass Merkel nicht nur bei der Eurokrise und Masseneinwanderung ins deutsche Sozialnetz direkt am Arbeitsmarkt vorbei, sondern auch beim Brexit die Hauptschuld trifft. Bemerkenswert, nicht? Genauso wagemutig mit der Entscheidung auszutreten, haben sich die Briten in den anschließenden Austrittsverhandlungen jedoch amateurhaft verhalten. Die britische Regierung nahm die Verhandlungen auf, sowohl ohne klares Ziel oder Überlegungen, zu welchen Zugeständnissen sie im Gegenzug bereit wären. Und dann ging Theresa May vor rund einem Jahr, auch gleich noch ohne jede Gegenleistung, auf alle Anfangsforderungen der EU ein. Ungeschickter kann man eigentlich nicht verhandeln. Und deshalb ist Theresa May jetzt, wo sie ist, im Limbo oder Fegefeuer, die Hände ringend, nicht wissen, was tun. Nicht? Nun, wie sollten wir in der AfD den Brexit bewerten? Mit gemischten Gefühlen, so meine ich. Einerseits, und das sprach ich ja bereits an, verliert Deutschland bei Freihandelsfragen
einen wichtigen Verbündeten in der EU und eben auch einen Nettozahler. Andererseits müssen wir die britische Entscheidung würdigen als Votum für Demokratie wider alle Untergangsprophezeiungen. Denn im Vorfeld des Brexit-Referendums kam nicht nur der US-Präsident Obama nach Großbritannien und prophezeite eben diesen Untergang. Der Internationale Währungsfonds sprach davon, die Wirtschaft würde sofort einbrechen. Und die ganze Kampagne, die Gegenkampagne gegen den Brexit, die von der Regierung zwar inkompetent, aber nicht halbherzig geführt wurde, angeführt von Cameron, das war als Project 4 bekannt, nicht? Den Leuten wurde eingeflößt, wenn ihr für den Brexit votiert, dann hört hier alles auf, nicht? Dann gehen überall die Lichter ein und das hat nicht gewirkt. Und jetzt wird aber dieses Projekt wiederbelebt im Vorgriff auf das Austrittsdatum, nicht? Wie es jetzt ausgeht, man weiß es nicht. Also ich wäre mir nicht sicher, dass das ganz ohne Wirkung bleibt, nicht? Dennoch, als Partei, glaube ich, müssen wir einfach diese Entscheidung der Briten anerkennen. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass es doch noch ein Mindestmaß an demokratischer Selbstbestimmung gibt und dass die Menschen nicht ganz und gar nur Angsthasen sind, nicht? Keineswegs bewundern, jedoch sollten wir die britische Brexit-Verhandlungsführung. Wir, und das sagte ich auch in Magdeburg, und es ist natürlich nicht ganz so klar, was das wirklich heißt, nicht? Aber wir dürfen keine halben Sachen machen. Zu Beginn der Euro-Krise hatte Deutschland alle Trümpfe in der Hand. Das Nichtbeistandsgebot im EU-Vertrag, das Verbot der monetären Staatsfinanzierung, sprich dessen, was die EZB tagtäglich macht, und das Preisstabilitätsgebot für die EZB. Das alles steht im Vertrag und das alles hat Frau Merkel mit einem Rechtsbruch nach dem anderen außer Kraft gesetzt. Dann zu guter Letzt oder vor 3 Jahren ja mittlerweile demontierte sie auch noch das Dublin-Asylgesetzwerk. Das waren die britischen Verhandlungsfehler hoch 10 ungefähr. Ausschließen kann niemand, dass die britische Wirtschaft bei einem harten Brexit kurzfristig Einbußen erleiden wird. Denn Großbritannien, das muss auch ich als enthusiastischer Brexit-Befürworter, das muss auch ich durchaus anerkennen, denn man darf nicht vergessen, dass die Briten innerhalb der EU einen sehr guten Deal hatten, nicht? An all den Suizidpakten in der EU, dem Euro und insbesondere der gemeinsamen Asylpolitik, an den wirklichen Suizidpakten in der EU, war Großbritannien ja gar nicht beteiligt. Deutschland kann sich eine unreformierte EU nicht mehr leisten. Und schon gar nicht leisten können wir uns noch Frau Merkel und ihre Koalition. Denn als Hauptverantwortliche für die Euro-Rettung, die Migrantenkrise, die Enteuropäisierung Europas, und zudem den Brexit kostet uns Frau Merkel so grob überschlagen jedes Jahr bis ans Ende der Tage zwischen 5 bis 10 Milliarden für den Brexit, ungefähr 20 bis 25 Milliarden pro Jahr für ihre Einwanderungspolitik und Dutzende von noch nicht verbuchten Milliarden für die Euro-Krise. Das heißt, sie kostet uns jedes Jahr rund ein Drittel jedes Bundeshaushalts, jedes Jahr. Frau Merkel ist damit, und verzeihen Sie hier vielleicht meine Analogie, Frau Merkel ist ganz ohne Zweifel die teuerste Frau in Nähe der Spitze eines europäischen Staates seit Madame de Pompadour. Nicht?
Der ausgabefreudigen Lebensgefährtin Ludwigs des 15. Aber, liebe Parteifreunde und Sympathisanten, solch eine Liebhaberin können und wollen wir uns nicht mehr leisten. Und dann vielleicht noch ein Satz. Die Briten kostet Frau Merkel keinen Heller. Aber immerhin, ihre Wangenküsse und Umarmungen waren britischen Politikern nie ganz geheuer. So, damit bin ich denn auch zum Ende gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören.